Hallihallo, hier ist euer Korazu und es geht weiter mit unserer schönen Farm. Ja, ich habe es gestern schon bemerkt, was ich vergessen habe. Und zwar, er tut ja nicht automatisch speichern, außer man geht schlafen. Das heißt, in der letzten Aufnahme haben wir geschlafen, sind raus, haben nochmal, glaube gewässert und ein paar Sachen gemacht. Das alles ist jetzt natürlich noch nicht passiert, weil ich vergessen habe zu speichern. Das heißt, ich denke, es waren so 10 Minuten oder so. Die letzten Aufnahme waren umsonst. Aber nun gut, nun habe ich auch daraus gelernt. Ich möchte meinen, damals bei Harvest Moon hat er immer automatisch gespeichert beim Rausgehen. Und ich weiß nicht, ich ging einfach davon aus, dass es ja auch so ist. Ja, törichte Annahme, aber naja, so ist es nun mal gewesen jetzt. Aber ich weiß ja noch ungefähr, was wir gemacht hatten. In etwa das machen wir auch wieder. Und zwar haben wir ja versucht, so ein bisschen Holz zu sammeln. Oder allgemein Sachen zu sammeln, damit wir unsere Farm bei Gelegenheit schön ausbauen können. So. Brauchen wir auch mal kurz die. Hä? Achso, ich habe auch so die Angel genommen. Genau, und dann haben wir auch festgestellt, die Angel verbraucht auch Energie. So, jetzt. Jetzt sind die falschen Sachen in meiner Hand. Genau, das konnten wir nicht kaputt machen, daran erinnere ich mich auch noch. So, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe in der ersten Folge. Das ist jetzt so ein Let's Play, was nicht regelmäßig rauskommen wird. Das mache ich immer so ein bisschen just for fun nebenbei. Weil, ja, die anderen Sachen doch sehr viel Zeit schon nehmen. Und Hochladen dauert bei mir leider sehr lange. Meine Verbindung ist nicht die beste. Und ich kann auch nicht immer hochladen. Weil so privat noch sehr viele Sachen immer um die Ohren. Also ist das so eine Sache, sag ich mal, die mache ich selber just for fun mäßig. Ich versuche da auch relativ oft, sag mal, was hochzuladen, aber ich kann nicht versprechen, dass es halt täglich ist in diesem Spiel. Momentan laufen ja, jetzt lasst mich nicht lügen, Fallout 3 auf jeden Fall noch und jedoch bei euch sollte dann schon YouTubers Live kommen, denke ich mal. Ich denke mal, das würde dann schon Abwechslung sein, weil Medal of Honor ist ja fertig. Und YouTubers Live ist sozusagen das, was dessen Sendeplatz so ein bisschen einnimmt. Oh, Schmetterlinge. Hui. So, und ja, das wird halt so zwischendurch irgendwann mal hochgeladen, dass ihr vielleicht auch mal am Tag mal 2 Folgen von mir habt. Aber das ist so eine Sache, das mache ich nur, wenn ich wirklich, ja, ganz doof gesagt, zu viel Zeit habe. Also wird es nicht oft sein, weil für gewöhnlich habe ich nicht so viel Zeit. Überlegt, vielleicht ist so generell. Ja, jetzt muss natürlich mein Handy wieder losgehen. Apropos Handy, ich glaube, ich habe mein Timer wieder nicht gestellt. Ja, Mensch, bin ich gut. Vorbereitet hoch 10. Das vergesse ich immer bei der ersten Aufnahme des Tages, meinen Timer zu stellen. So, jetzt habe ich es mal schnell gemacht. Wir können nochmal unser Gießkanne hier auffüllen. Dass es für morgen wieder einsatzbereit ist. Ich weiß gar nicht, die kann man pflanzen. Ah, cool. Dann können wir später wieder uns Bäume holen. Das ist praktisch. Also haben wir hier doch endlos viel Holz. Deswegen packen wir das alles erstmal rein. Ich wollte dann immer gucken. Nee, Crafting. Es sind nur sehr wenig Sachen, die wir bis jetzt machen können. Da frage ich mich, wie kommt es, dass wir dann später mehr haben? Wir hatten ja letztes Mal schon so ein Level-Up gehabt. Dadurch konnten wir mehr. Also wahrscheinlich muss ich ja, einfach fleißig arbeiten. Was das ist, dann frage ich mich auch noch. Einfach nur fleißig arbeiten und dann wird es Stück für Stück schon Kohle. Wo ich die auf immer her? Muss ich wohl vergessen haben, einzusammeln. Okay, cool, haben wir Kohle. Genau, und die Hunden sind wir einmal lang. Dann nehme ich mich auch und habe überprüft, ob wir hier unten, warte mal, ist hinten was? Kann ich da durch? Nee. Aber da scheint auch nichts zu sein. Okay. Genau, wir hatten ja versucht, ob wir hier angeln können. Hatten wir, glaube ich, kaputte CDs gefunden. Ich frage mich. Oh, meine Ausdauer geht weg. Dürfen nicht mehr zu viel machen. Hatte ich mir ja gefragt, ob wir hier angeln können. Haben wir ja festgestellt, es geht.
Trash. Wenn ich auch immer, ja, Trash oder ich glaube, letztens haben wir CDs oder irgendwie sowas gefunden. Ja, so großartig Sachen gibt es hier nicht anscheinend. Für Fisch müssen wir dann doch wohl woanders hingehen. Ruhe, jetzt so. Ich glaube zwar nicht, dass es Geld bringt, aber ich mache mal den Müll da rein. Ich glaube nicht, dass wir den später gebrauchen können. So, es ist noch so früh. Irgendwas müssen wir da noch machen. Ich wollte mal gucken, was das mit dem Bus auf sich hat. Wir konnten zwar hier kein Ticket ziehen, aber der Bus steht ja dennoch da. Okay, aber man kann nichts machen. Was ist das hier? Out of order. Sie haben erstmal eine schöne Blume. Okay, warte mal. Karte. Hier ist der Bus. Wird uns irgendwo... Ah, vielleicht da oben. Das ist ja auch was. Da ist die Mine. Kann man vielleicht hier so abkürzungsmäßig hier so rum vielleicht. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Könnte später noch was Schönes sein. Können wir hier die Straße runterlaufen? Nee, können wir nicht. Okay. Oh, wieder eine Pflanze zum Einsammeln. Ich frage mich, ob die auch was wert sind. Wenn ja, dann sollte man die vielleicht verkaufen, weil die wachsen ja anscheinend immer wieder nach. Jedenfalls habe ich den Eindruck, dass sie das tun. Was mir auch auffällt, hier draußen können wir die Bäume nicht schütteln. Von unserer Farm können wir die Bäume schütteln. Da frage ich mich, ob das noch irgendeine Bewandtnis hat. Oder war jemand? Haben wir mit dir schon mal gequatscht? Nee, ich glaube nicht. Evelyn. Why, hello and welcome to your little community, dear. You can call me Granny if you like. Okay, hallo Granny. Bei den Steinen waren wir schon mal. Der Hund, den wir nicht finden konnten. Hier waren wir, glaube ich, nicht drin, ne? Wer bist du denn? Penny. We are very lucky to have a library in such a small town, okay? Also wir können in die Mülltonne rumwühlen. Weil manchmal geht das jetzt nichts drin. Ich habe jedes Mal was anderes drin, damit man später halt andere Sachen finden kann. Aber was bist du denn? Hallo, alter Mann. George. It's irritating to have to meet all these new people, huh? Name is George, by the way. Now, pass off. Okay, ein crumpy alter Mann. Alles klar. Da haben wir... Oh, da war ein Muskelpaket, aber wir kommen wahrscheinlich... Nee. Wir sind nicht genügend mit ihm befreundet. Da frage ich mich, ob es später so sein wird, dass wenn man mit den einen befreundet ist, dass der andere einen nicht mehr mag. Oder ob, wenn man mit den einen befreundet ist, manch der andere einen mehr mag. Oder, ja, die Person halt untereinander auch so aufgrund unserer Bekanntheit bei den anderen, achso, das ist ja dieser Cola-Typ hier, ja, und die Bekanntheiten durch den anderen halt irgendwie beeinflussen halt. Ja, hier hat man die Schmieden. Oh, bei denen gucken wir mal in den Müll nach. Nichts drin anscheinend, okay. Hier haben wir auch wieder so ein Ding. Aber da können wir nichts machen. Kommen ja auch nicht lang, okay. Also ich versuche hier gerade echt die ganze Stadt einfach so ein bisschen zu erkunden. Vielleicht findet man ja noch was Praktisches, so wie die Blumen zwischendurch. Außerdem auch neue Leute kennenlernen. Das ist ja anscheinend auch eine Aufgabe von uns. Genau, 19 und 28 Leute kennengelernt. Upgrade Tools lief. Ach, hier waren wir auch noch nicht, ne? Shop. Ah, hier kann man Metalle holen. Kohle hatten wir ja schon mal gefunden. Es gibt auch Eisen. Shopper müsste ich jetzt überlegen, was das ist. Ein Erz auf jeden Fall, Schopper. Ja, fällt mir jetzt nicht ein. Gold, Kohle, Eisen, vielleicht was wie Bronze? Nee, Bronze ist ja ein Gemisch. Keine Ahnung. So, aber was auch ging, ist hier zu angeln. Nein, das, genau. Okay. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Schopper, dann sind die besser. Used water crops can refill to any water source. Okay, hier steht nicht, was sie denn besser machen. Schade. Oh, jetzt kann ich nicht mehr rennen, weil ich so erschöpft bin. Man kann hier alles angucken. Da ist ein Brief. Okay, kein Brief, sondern... Okay, der erklärt einfach nur, was man rumliegt. Okay, ich dachte, das wäre jetzt was Besonderes.
Ach, Menno, jetzt sind wir so erschöpft, dass wir nicht mehr rennen können. Jetzt könnte es eine Weile dauern, bis wir wieder zu Hause ankommen. Ach, Mensch, weil ich mich verklickt habe. Das Dumme ist, man kann auch nicht sagen, hab eine leere Hand. Das ist schade. Dass man irgendwie sagen könnte, ihr habt nichts in der Hand. Dann kann man auch nicht aus Versehen irgendwas aktivieren, ne? Und irgendwie glaube ich auch, dass das, wenn das so war, dass du am nächsten Tag nicht mehr richtig erholt warst. Irgendwas war da, glaube ich. Ach, Menno. Ah, da hätten wir jetzt aufpassen sollen. Naja, gut. Wir gehen jetzt. Wer bist du? Warum ist da so ein Ausrufezeichen? Hier waren wir schon mal, glaube ich, ne? Huch. Oh, oh, oh. Da kann man noch andere Sachen machen. Das eine war ja Geburtstag, das hat man ja gesehen. Jetzt geht's nicht mehr. Ach, jetzt. I will hurt you forever if you bring me up. Parsnip. Was? Parsnip. Sagt mir jetzt nichts. Ist das vielleicht eine meiner Pflanzen, die ich da so gefunden habe? Oh, ich weiß es nicht. Da muss ich jetzt sagen, das weiß ich nicht. Da müssen wir mal gucken, ob Parsnip. Okay, merken wir uns auf jeden Fall. Vielleicht bleibt ja die Quest und können wir es halt später nochmal machen. Wir gehen aber jetzt erstmal nach Hause ins Bett. Ach Mensch, habe ich aus Versehen hier die Person anangeln wollen und schon haben wir so ein Problem. Ach Mensch. Naja gut, am morgigen Tag müssen wir nichts groß machen, glaube ich, auf der Farm. Das wächst alles und gedeiht jetzt vor sich hin, wie wir was ernten können. Was ich mich natürlich jetzt frage, ob wenn wir ernten, automatisch gleich wieder Samen bekommen oder ob wir denen von dem Verkauf sozusagen uns neuen Samen kaufen müssen. Wenn ja, wir wissen auch noch nicht, wo wir Samen kaufen. Aber jetzt habe ich es noch nicht gefunden. Da müssen wir dann auch mal schauen. So, aber jetzt erstmal schlafen. Und genau hier schreibt er jetzt unten links, glaube ich, ist das. Ja, okay, je nachdem. Müll. Ach, dafür kriegen wir kein Geld, schade. Schreibt dann noch, dass er speichert, genau. Und gestern hat er gespeichert. Das haben wir in der letzten Folge nicht beachtet. Das ist einfach jetzt sozusagen kurz was erledigt und dann raus. Oh, wir haben sogar Posten. Oh, die Ente ist fertig. Und wie gesagt, die Energie ist wirklich nur halb voll. Weil wir jetzt zu erschöpft sind. So, was haben wir denn für einen Brief? To you will remain my customer. Okay, dieser komische Markt. Your team members have removed the landslide caused by the drilling operation near to Mountain Lake. At the lake remind you that the drilling operation is drilling operation, huh? Responsible starship of the local. Blah, blah, blah. We apologize for any Morris. Hä? Verstehe ich das richtig? Move the landslide. Okay. Boah. Wow. Ach, da ist ein. Das ist ein. Lol, das ist jetzt passend. Das ist natürlich gut. Ne? Haben uns gefragt, was ist es? Und jetzt können wir es ihm bringen. Das ist doch schön. So. Aber wie es aussieht, kriegen wir nicht automatisch dadurch. Ja, neue Pflanzen. Also neue Samen. Das ist natürlich schade, oder können wir es irgendwie. Wir können es höchstens essen, okay? Okay. So, Journal. Dann. Ja, danke. Getting started, haben wir. Okay, build a shop. Robin's Oil Carpenter lives north of town. Essential for raw materials and money. She will construct new buildings on your farm. She will need to build a shop. Or barn, so you can raise animals. Ah, okay. Tiere groß zu ziehen, das machen wir dann später. As you gain experience, you will discover new crafting recipes to increase profit and make life easier. Ask a crow, for example, will prevent crows from snacking on your pen. Okay. Okay, Farming Stufe 1 erlernen und dann eine Vogelscheuche bauen. Na gut, das klingt aber noch was Praktischem. Nee, das verkaufen wir am besten, ne? So. Genau. Ah, nein, können wir noch. Oh, wir können mal rausholen. Okay, warte, nochmal raus. Ich glaube, der wollte nur eine passende. Da
Dann nehmen wir eine auf. Ich frage mich, verbraucht das Rinnen eigentlich jetzt Ausdauer? Das testen wir mal jetzt. Das war 126, ja. Rennen wir jetzt dahin, versuchen die Quest zu erfüllen und schauen mal, ob dann... Ah nein, es ist jetzt nichts mehr dran. Ach, schade. Das ist also sind immer nur für den einen Tag. Okay. Das heißt, wir sollten so arbeiten, dass wir das immer auf Lager haben. Das ist auch doof, dann machen wir auch keinen Profit. Okay. Wir wissen nicht mal, was für eine Quest kommt. Also wir können doch nicht alles lagern. Da müssen wir uns mal was überlegen. Aber ist jetzt halb so wild, denke ich mal. Hier haben wir gewässert. Karte. Wo kriege ich Samen her? Saloon General Store. Pierre General Store. Da können wir gucken. Eine andere Range. Oh, okay, da können wir auch mal vorbeischauen. Eine andere Range. Markt. Cabinet Shop. Home Promenade. So was wie Mau. Ja. Da war ja das erweiternde Bauen. Da denke ich, müssen wir nicht unbedingt hin. Genau, Zelt, den Einsiedler hatten wir da ja gefunden. Ja. Ich denke mal, diesen General Store. Das klingt eigentlich ganz gut. Da gucken wir, ob wir da mal Samen bekommen. Das ist natürlich die nächste Ernte schon vorbereiten können. Huch. Ah, das Community House ist das doch. Okay. Können wir wirklich anscheinend später aufbauen. Louis. Oh, hi there. What an eyesore. Falls mir eigentlich schlecht ist, es tut mir leid, ne? Ich bin da nicht so gut. This is Pelican Town Community Center, or what's left of it anyway. It used to be a pride and joy of the town, always bustling with activity. Now just look at it. It's shameful. These days, the young folk would rather sit in the front of the TV than engage with the community. But listen to me, I sound like an old fool. Yo-Yo Corporation has been hounding me to sell them to the land so they can turn it into a warehouse. Pelican Town could use the money, but there's something stopping me from selling it. I guess old timers like me get attached to relics of the past. Well, if anyone else buy a Jojo Corporation membership, I just gonna go ahead and sell it. Okay. Here, let's go inside. Okay, also diese komische Firma scheint so wirklich der Buhmann hier in dieser Welt zu sein. Oh Gott, sieht der schlimm aus. Möchte das kaufen und draußen ein Lagerhaus machen? What is this? I guess Vincent and Jazz must be playing in the... This place is even more... Ja, than I remember. Was zum... What? Was war das? Are you ill? Nein, ich bin nicht... Ich hab da was gesehen. Hallo? Hast du's nicht gesehen? You saw something? I wouldn't be surprised if this place was full of rats. Das sieht nicht aus wie eine Ratte. Das sieht... Hallo? You're worrying me, Cora. So, hallo, das ist doch eindeutig, das ist aber. Look, I think I'm going to head home. I need some lunch. Was sind das für Viecher? Hey, I will keep this place unlocked from now on. Maybe you can help catch that rat if you have some extra time. Okay, jetzt mal Rattenfang, aber das ist keine Ratte. Was ist das? Strange. Ja, strange.
Da sagst du was. I will have to come back and explore the... Okay. Aber irgendwie habe ich... Ah, okay, schon mal. Ratproblem. Ja. Mhm. So, ich wollte eigentlich woanders hin, ne? Ist das denn der... Ja, das müsste dieser Shop sein. 9 a.m. Oh, jetzt müssen wir warten. Na, okay, warten mal kurz. Wir werden wieder ein bisschen Müll durchsuchen. Bei Food Spirit? Oh, macht euer Spiel da auf. Mann, ihr habt so spät auf. Kommt schon, Leute, wach werden. Hallo. It's getting loud in here. Komm, ist gleich soweit. Jo, jetzt ist es offen. Aber auf die Sekunde. Hallo. Haben wir uns überhaupt schon... Nee, wir haben uns noch nicht bekannt gemacht. So, okay, was haben wir hier alles Schönes? Oh Gott, jede Menge. Apple Sapling, so teuer. Okay, wahrscheinlich, weil wir die immer wieder pflanzen. Also, für ja, ne? Fluing, okay. Wallpaper, Oil, Rice, Sugar. Wir nehmen ein paar davon, würde ich sagen. Sagen wir 10? Sagen wir mal 10. Beans. Na, Kartoffeln nochmal. Kartoffeln 10. Das reicht. Das sollte reichen für eine Weile. Da versuchen wir jetzt mal noch die anzubauen. Und ich denke, dann haben wir die Folge auch wieder geschafft. Insofern nicht hier, was dazwischen kommt. Wie dieses seltsame Rattenproblem. Ja, nee, ist klar. Aber ich will mal was nachschauen. Weil es kam mir bekannt vor. Wo haben wir hier diese komische Statue, bitte? Nee, das sind ja wirkliche Tiere gewesen hier drauf. Statuen. Ich habe gelernt, man kann da doch drüber laufen. Den können wir also doch hier komplett ausfüllen. Ich zeig doch in die Richtung, Junge. Hallo. So. Können wir hier doch komplett ausfüllen. Ich hätte befürchtet, dass wir nicht drüber laufen können. Ich vergleiche das leider ein bisschen sehr wohl mit Harvest Moon. Was auch das Speichern hier angeht. Deswegen hatte ich halt ein bisschen Sorge, aber naja, gut. Nun wissen wir Bescheid. So, ich hoffe, meine Ausdauer macht das noch mit. Ich weiß, ja, wir haben es Munde. Dass es später so besser gießende Dinger gibt. Ich hoffe, es gibt sie später auch. Ich habe mir, wie gesagt, das bei anderen noch nicht angesehen. Ne? Ich bin generell dann immer so veranlagt, wenn ich weiß, irgendwann spiele ich das mal, schaue ich es mir nicht, um Gottes Willen, nicht bei anderen an. Nicht, weil ich es nicht sehen möchte, nicht, weil ich neugierig bin. Es ist einfach, sogar schon zweimal Kohle, okay. Es ist einfach, ich möchte die Überraschung nicht verderben. Man müsste wirklich sagen, ich möchte die Überraschung nicht verderben. Und deswegen, ja, noch nicht alle getroffen, okay. Tiere, Bilder, Kopf. Das wird wahrscheinlich teuer sein. Farmen. Okay, ja. Dann schlafen wir mal. Yes. Haben sie jetzt Farmen Level 1. Oh, cool. Okay. Irgendwas hat in unserer Wasserkanne passiert. Also in unserer Ho passiert. New Craftings. Wow. Jetzt können wir das machen. Cool. Und Basic. Was? Ah, ich muss mir das echt mal übersetzen. Basic Fertilizer, okay. Müssen wir mal schauen, was das ist. Und Geld verdient, haben wir ja auch noch. Wie viel? 490. Oh, na, ist doch was. Das ist doch was. Mensch. So, gespeichert hat er. Der Hornkret. Bling, 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 bling. Geld. Sehr schön. So, an der Stelle würde ich auch sagen, wir machen wieder einen Aufnahmestopp, haben wieder ein paar Minuten gefarmt, haben unsere erste Ernte reingebracht. Das ist doch schon mal was. Und ja, wir haben dieses Rattenproblem. Also das muss ich mir echt... Das ist echt witzig gemacht. Das ist echt toll gemacht. Und ich bin echt gespannt, was wir alles noch hier entdecken in dieser Welt. Das ist echt... Also ich bin begeistert. Ich bin einfach nur begeistert. Also in dem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen da.
alles, was sonst noch anfällt, gerne in die Kommentare. Noch kriege ich nicht so viel in die Kommentare. Ich kann auf jeden Fall alles lesen und gegebenenfalls beantworten. Und ja, ansonsten, schönen Tag, Abend, Mittag oder was auch immer gerade bei uns, bei euch, was auch immer gerade so stattfindet. Wir sehen uns in der nächsten Folge. See ya! Wow, unser erstes Level-Up im Farming, das ist dann was. Und diese komischen Geister, ich glaube, das wird noch sehr, sehr viel zu bedeuten haben, diesem Spiel. Aber das werden wir in den nächsten Folgen sehen. So, zur Endcard. Einmal links befindet sich die letzte Folge. Falls ihr verpasst habt, könnt ihr gerne mal reinschauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Unten drunter geht zu meiner letzten Casual Friday-Folge. Da experimentiere ich mal mit den verschiedensten Sachen drum momentan. Hauptsächlich Flash-Games. Immer mal wieder unterhaltsam. Kann man auch mal reinschauen. Ansonsten, sollte euch das Video gefallen haben, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne einen Kommentar da. Und falls ihr nichts verpassen wollt, gibt's immer noch den Abo-Button. Ihr kennt ihn, ihr wisst, wie er funktioniert. Also einfach pst und drauf drücken. Jetzt. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Ach ja, und nicht vergessen, zockt. Denn das macht Spaß.